Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorlesung Schuldrecht allgemeiner Teil. In der zurückliegenden Woche waren wir bei der Entstehung und dem Inhalt speziell der vertraglichen Schuldverhältnisse stehen geblieben. Wir hatten in der zurückliegenden Stunde die Grundbegriffe schon kennengelernt. Was ist ein Schuldverhältnis? Dann die Begriffe des Gläubigers, des Schuldners. Wir hatten uns allgemein angeschaut, wie können Schuldverhältnisse entstehen und was kann der Inhalt von einem Schuldverhältnis sein? Aus einem Schuldverhältnis können zwei Arten von Pflichten resultieren: Rücksichtnahmepflichten, Leistungspflichten, und daneben gibt es noch Obliegenheiten. Und wir hatten dann weiter kennengelernt die Vorschrift des Paragraphen 242, Grundsatz von Treu und Glauben. Aus diese Vorschrift, dieses Prinzip von Treu und Glauben hat verschiedene Funktionen: eine Schrankenfunktion, eine Konkretisierungs- und Ergänzungsfunktion und eine Kontrollfunktion. Das haben wir uns im Einzelnen angeschaut. Dann haben wir uns beschäftigt mit speziell vertraglichen Schuldverhältnissen als wichtigster Fall der rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisse. Der Oberbegriff ist also der des rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisses, und Paragraph 311 Absatz 1 BGB sagt: Grundsätzlich ist für die Begründung eines rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisses ein Vertrag erforderlich. Beim Rechtsgeschäft brauchen wir mindestens eine Willenserklärung, beim Vertrag brauchen wir zwei aufeinander inhaltlich übereinstimmende, mit Bezug aufeinander abgegebene Willenserklärungen, eine vertragliche Einigung also erforderlich. Und das ist also der Grundsatz für die Begründung von rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnissen. Im Grundsatz bedarf es eines Vertrages. Die Ausnahme, die wir kennengelernt haben, ist die sogenannte Auslobung. Da reicht die einseitige Willenserklärung, ein einseitiges Rechtsgeschäft aus. Im Grundsatz aber bedarf es eines Vertrages, also der Willensübereinstimmung beider Parteien. Wir hatten dann gesehen, welche Arten von Verträgen es gibt: gegenseitige, einseitige Verträge und daneben noch Dauerschuldverhältnisse, und haben uns dann mit der Vertragsfreiheit als besonderer Ausfluss der Privatautonomie beschäftigt. Die Vertragsfreiheit basiert auf der allgemeinen Handlungsfreiheit des Artikels 2 Absatz 1 Grundgesetz. Diese allgemeine Handlungsfreiheit, die umfasst im Grundsatz auch die Vertragsfreiheit, und die Vertragsfreiheit wiederum, die umfasst zum einen die Abschlussfreiheit, mit der wir uns in der letzten Stunde beschäftigt haben, die Freiheit also zu entscheiden, ob überhaupt und wenn ja, mit wem man einen Vertrag abschließt. Wir hatten die Ausnahmen dazu kennengelernt. Kontrahierungszwang unter anderem wird ganz überwiegend aus dem AGG, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, ein solcher Kontrahierungszwang hergeleitet, im Übrigen auch aus der allgemeinen Vorschrift des 826 BGB. Im Grundsatz aber besteht Abschlussfreiheit. Das heißt, jeder kann frei entscheiden, ob überhaupt und wenn ja, mit wem er einen Vertrag abschließt. Ja, an der Stelle waren wir in der letzten Stunde stehen geblieben, und eine weitere Ausprägung der Vertragsfreiheit ist die Inhaltsfreiheit. Das heißt also auch bezüglich der inhaltlichen Ausgestaltung eines Vertrages, eines vertraglichen Schuldverhältnisses, sind die Parteien im Grundsatz frei. Das bedeutet zum einen, dass die Parteien nicht auf die im Gesetz, im besonderen Schuldrecht ausdrücklich geregelten Vertragsarten beschränkt sind. Wir haben gesehen, dass im besonderen Teil des Schuldrechts einige in der Praxis besonders häufige Vertragsarten, etwa der Kaufvertrag, Mietvertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag, besonders gesetzlich geregelt sind. Aber die Parteien sind nicht auf diese im Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Vertragstypen beschränkt, sondern sie können auch außerhalb dieser gesetzlich geregelten Vertragstypen einen sogenannten Vertrag eigener Art oder auf Latein einen Vertrag sui generis abschließen. Sie können also im Grundsatz jeden beliebigen Inhalt zum Gegenstand eines Vertrages machen, ohne dass sie an die gesetzlich vorgesehenen Vertragstypen gebunden oder auf diese Vertragstypen beschränkt sind. Auch darin besteht ein wichtiger Unterschied zum Sachenrecht, das Sie in den nächsten Semestern noch kennenlernen werden. Im Sachenrecht, drittes Buch des BGB, da gibt es nämlich einen sogenannten Numerus Clausus der Sachenrechte. Da sind die Parteien also bei der Festlegung von Rechten in Bezug auf eine Sache, also einen körperlichen Gegenstand, nicht frei, sondern sie sind auf diejenigen Sachenrechte beschränkt, die das
Gesetz ausdrücklich vorsieht. Das ist vor allen Dingen das Eigentum als das umfassendste Recht an einer Sache. Dazu gehört aber zum Beispiel auch das Pfandrecht an einer beweglichen Sache. Das wäre also eine Belastung einer beweglichen Sache oder die Hypothek oder Grundschuld an einer unbeweglichen Sache, an einem Grundstück. Die Parteien können aber im Sachenrecht nicht hingehen und sich neue Sachenrechte ausdenken, sondern da gibt es diesen sogenannten Numerus Clausus. Im Schuldrecht dagegen gibt es einen solchen Numerus Clausus der Vertragstypen nicht, sondern die Parteien können, wie gesagt, Verträge eigener Art abschließen oder auch mehrere Vertragstypen zu einem Vertrag zusammen kombinieren. Das wäre dann ein sogenannter typengemischter oder gemischt-typischer Vertrag. Da kann man beispielsweise nennen den Fitnessstudio-Vertrag. Das ist ein Vertrag, der ganz überwiegend mietrechtliche Elemente hat. Man darf die Einrichtungen, die Geräte des Fitnessstudios auf begrenzte Zeit nutzen. Das ist typisch für einen Mietvertrag. Aber der Fitnessstudio-Vertrag beinhaltet auch dienstvertragliche Elemente, etwa in Gestalt der ersten Einweisung in die Nutzung der Geräte und des Fitnessstudios, die Unterweisung in Kursen, gegebenenfalls auch die persönliche Betreuung. Das heißt, wir haben da auch dienstvertragliche Elemente. Ebenfalls zur Vertragsfreiheit, zur Inhaltsfreiheit gehört es, dass die Parteien auch einen sogenannten Vorvertrag abschließen können. Von einem Vorvertrag spricht man dann, wenn die Parteien noch nicht den endgültigen Vertrag abschließen, aber sich in diesem Vorvertrag schon verpflichten, diesen endgültigen Vertrag später abzuschließen. Das kann insbesondere bei größeren Transaktionen, etwa bei einem Unternehmenskauf, Sinn machen, dass die Parteien in diesem Vorvertrag sich schon wechselseitig verpflichten, mitzuwirken an dem Abschluss des in Aussicht genommenen Hauptvertrages. Also auch das wäre ein möglicher Vertragsinhalt. Und aus einem solchen Vorvertrag kann natürlich noch nicht die Leistung des Hauptvertrages verlangt werden. Also nehmen wir an, die Parteien verhandeln über den Kauf eines Unternehmens. Und ein solcher Unternehmenskauf unterliegt ebenfalls den Vorschriften der Paragraphen 433 folgende. Da gibt es einen Verweis in Paragraph 453 Absatz 1, das aber nur am Rande. Und dementsprechend wäre auch der Vertrag über den Erwerb eines Unternehmens ein Kaufvertrag im Sinne der 433 folgende. Die Parteien haben aber sich noch nicht abschließend über den Inhalt dieses Kaufvertrages geeinigt. Das ist bei einem Unternehmen auch immer kompliziert. Kaufpreis, Regelung der Gewährleistung für etwaige Mängel und so weiter. Aber sie wollen sich schon in der Weise binden, dass sie sich verpflichten, einvernehmlich an dem Abschluss des Hauptvertrages mitzuwirken. Sie schließen einen Vorvertrag ab und aus diesem Vorvertrag kann natürlich noch nicht die Übertragung des Unternehmens oder die Zahlung des Kaufpreises verlangt werden. Wohl aber besteht ein Leistungsanspruch an Mitwirkung an dem Abschluss des Hauptvertrages und dieser Anspruch auf Mitwirkung am Abschluss des Hauptvertrages kann dann gegebenenfalls auch vor Gericht eingeklagt werden. Ebenfalls können die Parteien im Rahmen der Vertragsfreiheit einen bereits bestehenden Vertrag wieder aufheben. Auch das geht im Grundsatz nur einvernehmlich. Wenn die Parteien sich einmal vertraglich gebunden haben, dann gilt der Grundsatz Pacta sunt servanda. Verträge sind einzuhalten und die Partei kann sich grundsätzlich nicht einseitig von einem einmal abgeschlossenen Vertrag wieder lösen. Das bedarf eines Aufhebungsvertrages. Das kann also nur einvernehmlich geschehen, aber auch einen solchen Aufhebungsvertrag können die Parteien im Rahmen der Vertragsfreiheit abschließen. Ohne einen solchen Aufhebungsvertrag bedarf es dann eines besonderen Grundes, eines Rücktritts- oder Kündigungsrechts, um den Vertrag einseitig beendigen zu können. Das folgt aus diesem Grundsatz Pacta sunt servanda, Verträge sind einzuhalten. Aber einvernehmlich kann man einen Vertrag jederzeit aufheben. Man spricht dann von einem Aufhebungsvertrag. Auch für die Inhaltsfreiheit gibt es Grenzen, also es gibt Ausnahmen von der Inhaltsfreiheit und allgemeine Grenzen ziehen die Paragraphen 134, 138 BGB, die Sie schon aus der Vorlesung BGB allgemeiner Teil kennen. Paragraph 134 BGB verweigert einer Einigung die Wirksamkeit, wenn es gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, also ein Vertrag, der mit gesetzlichen Verboten nicht im Einklang steht, der ist nach Paragraph 134 unwirksam, nichtig, zum Beispiel einen Vertrag über eine Dienstleistung in Gestalt eines Auftragsmordes. Das wäre an sich ein Dienstvertrag. In der Regel wird ja dafür ein Entgelt gezahlt. Aber natürlich wäre das ein Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot, gegen die Vorschriften der Paragraphen 211 folgende StGB. Und dementsprechend würde einem solchen Vertrag die Wirksamkeit verwehrt oder auch einem Vertrag über den Kauf von Drogen
die sind, ein solcher Vertrag würde im Widerspruch zum Betäubungsmittelgesetz stehen. Oder 138, ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. Auch wenn wir keinen Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot haben, kann ein Vertrag im Widerspruch zu Sittengesetzen stehen, zu dem Rechts- und Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden. Und wenn das der Fall ist, dann wird dem Vertrag ebenfalls die Wirksamkeit verwehrt. Beispielsweise ein Mietvertrag mit einer völlig überhöhten Miete, das kann schon eine Strafvorschrift erfüllen, sogenannter Mietwucher, steht im StGB. Aber dort, wo das noch nicht der Fall ist, kann ein solcher Mietvertrag mit überhöhter Miete einen Sittenverstoß darstellen und nach 138.1 nichtig sein. Darüber hinaus gibt es in den Vorschriften, die einen Verbraucherschutz im weitesten Sinne bezwecken, oftmals die Regelung, dass eine Vereinbarung zum Nachteil des Verbrauchers, von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarung zum Nachteil des Verbrauchers unzulässig ist. Ein Beispiel wäre Paragraf 312 K BGB. Da geht es um Verbraucherverträge, die in den 312 folgendem Einzelnen geregelt sind. Und der Paragraph 300, also diese 312 folgende, die beruhen auf der Verbraucherrechte-Richtlinie der EU. Diese Vorschriften sollen die Rechtsstellung der Verbraucher stärken und räumen den Verbrauchern bei bestimmten Verträgen mit Unternehmern ein sogenanntes Widerrufsrecht ein, das wir in Teil D der Vorlesung noch näher besprechen, und enthalten weitere Schutzvorschriften zugunsten der Verbraucher. Paragraph 312 K sagt nun, von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit nichts anderes bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers oder des Kunden abgewichen werden. Also hier sind inhaltlich von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Verbrauchers unzulässig, führen dementsprechend zur Unwirksamkeit einer solchen Vereinbarung. Insoweit gilt der Grundsatz, dass die Vorschriften des allgemeinen Schuldrechts dispositiv sind. Das heißt, die Parteien können von den Vorschriften des nicht nur allgemeinen, sondern auch besonderen Schuldrechts grundsätzlich abweichende Vereinbarungen treffen. Das folgt wiederum aus der Inhaltsfreiheit. Das gilt aber dort nicht, wo wir zwingende Verbraucherschutzvorschriften haben, wie etwa bei den 312 folgende. Da sagt 312 K Absatz 1 Satz 1, abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Verbrauchers unzulässig, dementsprechend unwirksam. Oder beispielsweise auch im Mietrecht, im Wohnraummietrecht, da sieht man den Mieter als die strukturell Unterlegene, die typischerweise schwächere Partei an. Und dementsprechend ist das Mietrecht, jedenfalls das Mietrecht über Wohnräume, auch sehr stark auf den Schutz des Mieters ausgerichtet. Und damit zusammenhängend gibt es auch eine ganze Reihe von Vorschriften im Mietrecht, die abweichende Vereinbarungen zu Lasten des Mieters untersagen, etwa der Paragraf 536 Absatz 4. 536 regelt die Minderung der Miete im Fall, dass die Mietsache, etwa die Wohnung, einen Mangel aufweist. Also zum Beispiel, es tritt Schimmel in der Wohnung auf und das ist nicht durch den Mieter verursacht, was die Vermieter ja häufig geltend machen, sondern man kann also nachweisen, dass das auf der baulichen Beschaffenheit der Wohnung beruht. Dann wird die Miete Kraftgesetzes gemindert und das steht in 536 Absatz 1. Und 536 Absatz 4 sagt, bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung unwirksam. Im Umkehrschluss heißt das, bei Gewerbemietraum kann man eine abweichende Vereinbarung treffen. Das ist wieder die Inhaltsfreiheit. Aber bei Mietverhältnissen über Wohnraum sind abweichende Vereinbarungen zum Nachteil des Mieters in Bezug auf die Mietminderung bei Mängeln der Mietsache unwirksam. Das ist also dieser Mieterschutzzweck, den viele Vorschriften des Mietrechts verfolgen. Darüber hinaus haben wir noch eine wichtige Einschränkung der Inhaltsfreiheit in den Paragraphen 305 folgende BGB, den Vorschriften über allgemeine Geschäftsbedingungen. Das haben Sie auch im ersten Semester schon kennengelernt. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Paragraphen 305 Absatz 1, sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die der Verwender der anderen Partei bei Abschluss des Vertrages stellt, die also anders gesagt von einer Partei einseitig in den Vertrag eingebracht werden. Es kommt dann eine Einigung über den Inhalt auch der AGB zustande, wenn die andere Partei damit zumindest stillschweigend sich einverstanden erklärt. Aber selbst wenn solche AGB wirksamer
Teil zunächst einmal eines Vertrages geworden sind, findet eine sogenannte Inhaltskontrolle nach Paragraphen 307 folgende BGB statt. Paragraph 309 enthält strenge Klauselverbote, 308 dann Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit und wir haben dann die Generalklausel des 307 BGB. Die haben wir in der letzten Stunde schon im Zusammenhang mit 242 BGB kennengelernt. Das ist also letztendlich eine besondere Ausprägung des Grundsatzes von Treu und Glauben, die Inhaltskontrolle bei AGB. In der Tat hat man das auch, bevor es diese ausdrücklichen Regelungen des AGB-Rechts gab, aus Paragraph 242 in seiner Kontrollfunktion hergeleitet. 307 Absatz 1 Satz 1 BGB sagt, Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen, selbst wenn solche Bedingungen, also Vertragsbestandteil zunächst einmal geworden sind durch entsprechende Einigung der Parteien, wird ihnen die Wirksamkeit dann verwehrt, wenn sie eine gegen Treu und Glauben verstoßende unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners darstellen. Auf diese Weise wird dann der Vertragspartner vor solchen unangemessenen allgemeinen Geschäftsbedingungen geschützt, denn in AGB besteht immer die Gefahr, dass diejenige Partei, die diese AGB in den Vertrag einführt, darin Bestimmungen aufnimmt, die für die andere Partei besonders nachteilig sind und dem tritt man mit dieser Inhaltskontrolle nach 307 folgende entgegen. Auch insoweit wird also die Inhaltsfreiheit eingeschränkt. Ja, dann schließlich noch die letzte Komponente der Vertragsfreiheit, die Formfreiheit. Und insoweit gilt der Grundsatz, dass Verträge im Grundsatz formlos geschlossen werden können. Also entgegen einer unter juristischen Laien verbreiteten Sichtweise braucht man für einen Vertrag kein Schriftstück und braucht auch keinen Text, sondern ein Vertrag kann auch mündlich geschlossen werden. Ein Vertrag kann sogar konkludent, das heißt also ohne irgendwelche verbalen Äußerungen geschlossen werden, etwa bei öffentlichen Verkehrsmitteln, schlicht dadurch, dass der Bus seine Türe öffnet und der Fahrgast eintritt, dann kommt ein Beförderungsvertrag konkludent zustande, ohne dass eine Partei auch nur ein Wort gesagt hat. Das ist also der Grundsatz, jeder Vertrag kann formfrei, kann mündlich, kann sogar konkludent geschlossen werden. Davon gibt es ebenfalls eine Ausnahme dort, wo das Gesetz eine bestimmte Form vorschreibt, wo wir also einen gesetzlichen Formzwang haben oder aber wo die Parteien einen vertraglichen Formzwang vereinbaren. Auch das können sie im Rahmen der Vertragsfreiheit tun. Sie können also vereinbaren, dass für einen Vertrag eine bestimmte Form als Wirksamkeitsvoraussetzung einzuhalten ist und auch das Gesetz ordnet in bestimmten Fällen eine bestimmte Form für den Vertrag an. Ein Beispiel im allgemeinen Teil des Schuldrechts, ein in der Praxis besonders wichtiges Beispiel, ist Paragraph 311b BGB. Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. Und hier geht es insbesondere um Grundstückskaufverträge. Die müssen notariell beurkundet werden. Das heißt also, hier reicht noch nicht einmal die einfache Schriftform aus, sondern man muss, und das ist im Einzelnen geregelt im Beurkundungsgesetz, zu einem Notar gehen. Der Notar muss dann die einzelnen Vorgaben des Beurkundungsgesetzes einhalten. Er muss eine schriftliche Urkunde errichten. Diese muss von beiden Parteien unterschrieben werden. Und diese Urkunde muss vorher vom Notar vollständig vorgelesen werden, den Parteien. Also dieses Vorlesen ist eine zwingende Wirksamkeitsvoraussetzung der notariellen Beurkundung. Und anschließend unterschreiben beide Parteien. Und der Notar selbst muss dann auch noch den Vertrag unterschreiben und sein Dienstsiegel darauf setzen. Das also die einzelnen Anforderungen der notariellen Beurkundung. Bei Grundstückskaufverträgen handelt es sich in der Regel um Kaufverträge, die eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung haben. Grundstücke sind teuer. Oftmals tätigt man nur einmal im Leben einen solchen Grundstückskauf, wenn man sein privates Eigenheim kauft beispielsweise. Und aufgrund dieser erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung eines Grundstückskaufvertrages bezweckt dieser Formzwang des 311b zum einen einen Übereilungsschutz. Die Parteien sollen sich nicht voreilig zum Erwerb oder zur Veräußerung eines Grundstücks binden, etwa durch rein mündliche Erklärung. Und darüber hinaus soll auch eine Beratung durch den neutralen Notar sichergestellt werden, wegen eben dieser erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung, die Grundstückskaufverträge in der Regel haben. Ja, das ist also ein Beispiel, wo wir einen gesetzlichen Formzwang haben.
Ja, und Frage an Sie, was ist denn die Rechtsfolge, wenn wir einen solchen gesetzlichen Formzwang haben und diese Form nicht eingehalten wird? Was wäre dann die Rechtsfolge? Ja, hier ist noch die Frage, ob es auch beim Grundstückskaufvertrag einen Vorvertrag gibt. Den gibt es auch beim Grundstückskaufvertrag und Sie haben richtig gesagt, auch dieser muss notariell beurkundet werden, weil er ja in einen Grundstückskaufvertrag mündet. Es wird ja damit die Verpflichtung eingegangen, später einen Grundstückskaufvertrag abzuschließen und dementsprechend erstreckt sich der Formzwang für den Hauptvertrag, den Grundstückskaufvertrag, auch auf den Vorvertrag. Ja, bitte, hier ist eine Meldung. Ja, wahrscheinlich meinen Sie mich. Sie haben gerade gefragt, was passiert, wenn die Form nicht eingehalten wird. Und dann würde ich sagen, tritt Paragraph 125 in Kraft, nämlich Nichtigkeit wegen Formmangels. Ja, ganz genau. Ja, also die Rechtsfolge der Nichteinhaltung der gesetzlichen Form ergibt sich, wie Sie richtig gesagt haben, aus 125 Satz 1 BGB. Dementsprechend, also wenn Sie das in der Klausur prüfen, immer rechtsfolgenbezogene Prüfung, Sie würden dann im Obersatz diese Rechtsfolge 125 Satz 1 nennen und dann erst inzident auf 311 B als Regelung über den gesetzlichen Formzwang eingehen. Ja, also die Rechtsfolge ergibt sich aus 125 Satz 1 für den gesetzlichen Formzwang. Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, ist nichtig. Und ich hatte gesagt, die Parteien können auch vertraglich einen Formzwang vereinbaren. Da sagt 125 Satz 2, der Mangel der durch Rechtsgeschäft, insbesondere Vertrag, bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge. Hier aber nur im Zweifel, das ist also hier keine zwingende Rechtsfolge, sondern nur im Zweifel. Das heißt also, es kann sich aus der Parteivereinbarung etwas Abweichendes ergeben, wenn sich also aus der Parteivereinbarung im Wege der Auslegung ergibt, dass die Parteien diesen vertraglichen Formzwang nur aus Gründen der Beweissicherung und weniger als Wirksamkeitsvoraussetzung wollten, dann würde diese Rechtsfolge nicht eintreten. Sobald aber Auslegungszweifel verbleiben, bleibt es bei dieser im Zweifel eintretenden Rechtsfolge ebenfalls Nichtigkeit. Ja, das also zu den einzelnen Ausprägungen der Vertragsfreiheit, Abschlussfreiheit, Inhaltsfreiheit, Formfreiheit. Und das führt dann zur weiteren Frage, wenn ein vertragliches Schuldverhältnis wirksam begründet worden ist, welchen Inhalt kann dieses vertragliche Schuldverhältnis haben? Etwa ein Kaufvertrag. Zum einen können aus dem Vertrag, folgt aus dem vertraglichen Schuldverhältnis immer mindestens eine Leistungspflicht. Das ist ja kennzeichnend für den Vertrag, dass er auf jedenfalls für eine Partei eine Leistungspflicht gerichtet ist. Also aus einem Vertrag, aus einem vertraglichen Schuldverhältnis folgt immer mindestens eine Leistungspflicht. Genauer gesagt eine Hauptleistungspflicht, diejenige Pflicht also, die für den betreffenden Vertrag charakteristisch ist. Diese Hauptleistungspflichten sind für den Vertrag charakteristisch. Sie gehören also zu den essentiellen negotii. Bei den gegenseitigen Verträgen haben wir zwei Hauptleistungspflichten, für jede Partei eine Hauptleistungspflicht. Bei den einseitigen Verträgen gibt es nur für eine Partei eine Hauptleistungspflicht. Und diese Hauptleistungspflichten, die gehören zu den essentiellen negotii. Das heißt, sie müssen unmittelbar vom Willen der Parteien umfasst sein, damit der Vertrag überhaupt zustande kommt. Das ist also wichtig für die Hauptleistungspflichten. Hauptleistungspflichten können nur durch eine entsprechende Willensübereinstimmung der Parteien begründet werden. Neben den Hauptleistungspflichten gibt es, wie wir gesehen haben, Nebenleistungspflichten. Das sind solche Leistungspflichten, die eine Hauptleistungspflicht flankieren, die Erfüllung der Hauptleistungspflicht ermöglichen oder fördern sollen. Diese Nebenleistungspflichten können ebenfalls im Rahmen der Vertragsfreiheit, der Inhaltsfreiheit vereinbart werden. Es kann im Einzelfall eine Nebenleistungspflicht besonders gesetzlich angeordnet werden. Wir hatten in der letzten Stunde als Beispiel Paragraph 407 für den Fall des Forderungskaufs gesehen, der bestimmte Nebenleistungspflichten, Überlassung von Urkunden und Informationen festlegt. Und im Übrigen, dort, wo wir keine besondere Vereinbarung und auch keine besondere gesetzliche Regelung haben, können Nebenleistungspflichten aus Paragraph 242 hergeleitet werden aus dem Grundsatz von Treu und Glauben. Und weil dieser Grundsatz von Treu und Glauben jedem Schuldverhältnis und auch jedem vertraglichen Schuldverhältnis immanent ist, bedarf es für die Begründung von Nebenleistungspflichten, die aus Treu und Glauben folgen, keiner besonderen Willensübereinstimmung, keiner besonderen Vereinbarung der Parteien, sondern die folgen
automatisch aus dem Schuldverhältnis, natürlich nur dann, wenn Treu und Glauben das gebietet. Und Kennzeichen für die Nebenleistungspflichten ist, dass sie eine Hauptleistungspflicht flankieren. Sie sind also immer gewissermaßen angedockt an eine Hauptleistungspflicht, deren Erfüllung sie ermöglichen oder zumindest fördern sollen. Sowohl Haupt- als auch Nebenleistungspflichten sind Leistungspflichten. Das bedeutet, sie sind auf ein konkretes Verhalten, ein konkretes Tun, Dulden oder Unterlassen gerichtet. Und dieses konkrete Verhalten kann auch eingeklagt werden. Es besteht ein einklagbarer Erfüllungsanspruch der jeweils anderen Partei. Und wenn die betreffende Partei diese Handlung, Duldung, Unterlassung nicht vornimmt, dann kann sie darauf verklagt werden. Es besteht also ein einklagbarer Erfüllungsanspruch auf Vornahme des betreffenden Verhaltens in natura. Und das gilt sowohl für Haupt- als auch für Nebenleistungspflichten. Neben den Leistungspflichten können nach 241 Absatz 2 auch sogenannte Rücksichtnahmepflichten aus einem vertraglichen Schuldverhältnis folgen. Die haben wir ebenfalls in der letzten Woche schon kennengelernt. Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter, Interessen des jeweils anderen Teils. Das sind noch unkonkrete Verhaltenspflichten. Das kann ein ganzes Bündel verschiedener Verhaltenspflichten sein, bei denen man aber gar nicht weiß, ob sie für den Vertrag, für die Durchführung des Vertrages überhaupt relevant werden. Das weiß man bei diesen Rücksichtnahmepflichten oder auch Schutzpflichten genannt. Nur und erst, wenn eine solche Verhaltenspflicht verletzt worden ist, dann löst die Verletzung von solchen Rücksichtnahmepflichten einen Schadensersatzanspruch aus. Aber wir haben bei den Rücksichtnahmepflichten keinen einklagbaren Erfüllungsanspruch, weil diese Verhaltenspflichten, die mit Rücksichtnahmepflichten verbunden sind, noch viel zu unkonkret sind, als dass man schon einen Anspruch auf ein konkretes Verhalten hätte. Dementsprechend also kein einklagbarer Erfüllungsanspruch. Aber wenn diese Rücksichtnahmepflichten oder Schutzpflichten verletzt werden, dann haftet der Schuldner auf Schadensersatz, § 280 Absatz 1 BGB. Auch für diese Rücksichtnahmepflichten gilt, dass sie jedem Schuldverhältnis immanent sind. Sie müssen also nicht besonders vereinbart werden und auch das unterscheidet die Rücksichtnahmepflichten von den Hauptleistungspflichten, die ja besonders vereinbart sein müssen, die unmittelbar vom Willen der Parteien umfasst sein müssen. Ja, bei den Rücksichtnahmepflichten haben wir also einen Anspruch, und zwar einen Schadenersatzanspruch, nur im Falle ihrer Verletzung und dieser Schadenersatzanspruch folgt bei vertraglichen Schuldverhältnissen aus 280 Absatz 1 BGB. Diese Vorschrift wollen wir uns hier auch einmal genauer anschauen, im nächsten Teil der Vorlesung dann im Detail. Hier also zunächst einmal ein Überblick, § 280 Absatz 1 BGB, also die zentrale Vorschrift, wenn es um Schadenersatzansprüche aus vertraglichen oder auch vorvertraglichen, vertragsähnlichen Schuldverhältnissen geht. § 280 Absatz 1, Schadensersatz wegen Pflichtverletzung. Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, das kann eine Leistungs-, kann aber auch eine Rücksichtnahmepflicht sein, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Also die Rechtsfolge eine Schadensersatz. Haftung des Schuldners, ein Schadenersatzanspruch also des Gläubigers. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Das bedeutet also, als weitere Voraussetzung muss hinzukommen, das Vertreten müssen, das sogenannte Vertreten müssen. Beim Vertreten müssen geht es um die Frage der subjektiven Verantwortlichkeit für die Pflichtverletzung. Die Pflichtverletzung als solche ist das objektive Merkmal, das objektive Zurückbleiben des Schuldners hinter seinen Verpflichtungen aus dem Schuldverhältnis. Und bei dem Vertreten müssen, da geht es um die Frage, muss sich der Schuldner diese objektive Pflichtverletzung subjektiv zurechnen lassen? Ist er anders formuliert subjektiv für diese Pflichtverletzung verantwortlich? Dieser Schadenersatzanspruch setzt also voraus ein Schuldverhältnis und dieses Schuldverhältnis muss schon im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens bestanden haben. Das ist also eine wichtige Eigenart des Anspruchs aus 280 Absatz 1 und das unterscheidet diesen vertraglichen Schadenersatzanspruch von der deliktischen gesetzlichen Schadenersatzhaftung nach § 823 Absatz 1, denn bei 823 1 entsteht das Schuldverhältnis erst durch die Rechts- oder Rechtsgutsverletzung, wohingegen wir für die Anwendbarkeit des 280 Absatz 1 ein schon im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens bestehendes Schuldverhältnis brauchen und deswegen
Das kann ein vertragliches Schuldverhältnis sein, kann aber auch ein vorvertragliches sein. Wir bewegen uns hier ja bei den vertraglichen Schuldverhältnissen und weil eben der 280.1 an ein, in Klammern, vertragliches Schuldverhältnis anknüpft, spricht man von einer vertraglichen Schadenersatzhaftung. Es handelt sich um einen vertraglichen Sekundäranspruch. Der primäre vertragliche Anspruch ist der Anspruch auf Erfüllung, das heißt also der Leistungsanspruch, der Sekundäranspruch ist der Schadenersatzanspruch aus 280.1 und der knüpft eben an ein schon bestehendes, in Klammern, vertragliches Schuldverhältnis an. Man sieht ihn dementsprechend als vertraglichen Sekundäranspruch an, das also in Abgrenzung von der deliktischen Schadenersatzhaftung nach 823 folgende. Ja, hier ist die Frage, muss man nicht prüfen, ob ein Schaden vorliegt oder ist die Pflichtverletzung ein Schaden? Nein, also in der Tat, man muss dann als weitere Voraussetzung noch, das wäre aber dann sozusagen die Rechtsfolgenseite, prüfen, ob überhaupt ein Schaden eingetreten ist. Ja, es kann sein, dass dem Grunde nach auf Schadenersatz gehaftet wird. Das geht aber sozusagen ins Leere, wenn wir auf der Rechtsfolgenseite gar keinen ersatzfähigen Schaden haben. Ja, man unterscheidet also, das werden wir im Detail noch im nächsten Teil der Vorlesung machen. Man unterscheidet zwischen dem haftungsbegründenden Tatbestand. Da geht es um die Frage, wird dem Grunde nach auf Schadenersatz gehaftet? Und dem haftungsausfüllenden Tatbestand. Da geht es um den Umfang des ersatzfähigen Schadens. Und wenn aber gar kein Schaden feststellbar ist, dann geht diese Haftung dem Grunde nach sozusagen ins Leere. Ja? Ja, also ein Schuldverhältnis muss schon im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens bestehen. Dann muss eine Pflicht aus diesem Schuldverhältnis verletzt worden sein. Das ist der objektive Tatbestand. In objektiver Hinsicht muss also ein Zurückbleiben des Schuldners hinter seinen Pflichten aus dem Schuldverhältnis feststellbar sein. Diese Pflichtverletzung kann sich auf eine Leistungspflicht beziehen, aber auch auf eine Rücksichtnahmepflicht beziehen. Der Unterschied ist eben bei Leistungspflichten, da haben wir zunächst einmal den Erfüllungsanspruch als Primäranspruch. Diesen primären Erfüllungsanspruch gibt es bei den Rücksichtnahmepflichten nicht, sondern da wird eben nur und erst bei ihrer Verletzung gehaftet und zwar dann auf Schadensersatz. Aber sowohl die Verletzung von Leistungs- als auch die Verletzung von Rücksichtnahmepflichten kann die Schadenersatzhaftung nach 280.1 BGB auslösen. Und dann brauchen wir in subjektiver Hinsicht einen vertreten müssen. Einzelheiten dazu kommen später. Vertreten müssen bedeutet verschulden, grundsätzlich zumindest verschulden, also Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Einzelheiten dazu besprechen wir aber im nächsten Teil der Vorlesung bei der Verantwortlichkeit des Schuldners. Das also das Prüfungsschema, das Sie sich unbedingt merken sollten für den 280 Absatz 1. Also diese Vorschrift merken, die zentrale Anspruchsgrundlage, wenn es um die Schadenersatzhaftung aus einem vertraglichen oder vorvertraglichen Schuldverhältnis geht und dann dieses Prüfungsschema schon einmal merken, Schuldverhältnis, Pflichtverletzung vertreten müssen. Und wenn dem Grunde nach diese Voraussetzungen erfüllt sind, also dem Grunde nach auf Schadenersatz gehaftet wird, dann auf der Rechtsfolgenseite beim haftungsausfüllenden Tatbestand ist zu prüfen, ist überhaupt ein Schaden infolge der Pflichtverletzung eingetreten und welchen Umfang hat dieser Schaden? Das betrifft dann die Rechtsfolgenseite, den sogenannten haftungsausfüllenden Tatbestand. Ja, 280 Absatz 1 greift unabhängig davon ein, ob eine Leistungs- oder eine Rücksichtnahmepflicht verletzt worden ist. Aber es gibt bei der Verletzung von Leistungspflichten Besonderheiten. Bei Verletzung von Rücksichtnahmepflichten bleibt es bei 280 Absatz 1 pur sozusagen. Das heißt, da kommen keine weiteren Vorschriften hinzu. Wenn Sie dagegen eine Verletzung einer Leistungspflicht haben, da kommt eine besondere Art der Schadenersatzhaftung in Betracht, eine besondere Art, Unterart des Schadenersatzes aus 280.1. Das ergibt sich aus 280 Absatz 3 BGB. 280 Absatz 3 BGB sagt, Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen unter anderem des 281 und des 283 verlangen. Schadensersatz statt der Leistung, das impliziert, dass es einen Leistungsanspruch, also eine Leistungspflicht gibt. Das heißt also, die Verletzung von Leistungspflichten kann zu einer besonderen und zwar besonders weitreichenden Schadenersatzhaftung führen, nämlich einem Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung nach 280 Absatz 3. Und dafür müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein. Die 282 lasse ich hier mal beiseite, die sich aus 281 oder 283 ergeben. Wenn wir in den 281 schauen, 281 Absatz 1 Satz 1 sagt, soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, kann also Leistung nicht erbringt. Hier geht es um die Verletzung
die Nichterfüllung einer Leistungspflicht, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des 280.1, die müssen auch hier erfüllt sein, Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat. Also eine besondere Art des Schadenersatzes, Schadenersatz statt der Leistung. Da geht es um das sogenannte positive Interesse, das Erfüllungsinteresse. Hier kann also das volle Interesse ersetzt verlangt werden, dass der Gläubiger an der Erfüllung der Leistungspflicht hatte. Das aber jedenfalls im Grundsatz nur, wenn wir eine Verletzung einer Leistungspflicht haben. Und Voraussetzung für diesen Anspruch ist grundsätzlich, dass zunächst einmal eine Frist zur Leistung gesetzt wird, also eine Möglichkeit, eine Gelegenheit dem Schuldner gegeben wird, die Leistung doch noch in natura zu erbringen. Wenn die Frist erfolglos abläuft, dann kann aber Schadenersatz statt der Leistung verlangt werden. Das ist also gerichtet auf das volle Erfüllungsinteresse des Gläubigers und dementsprechend ein besonders weitreichender Anspruch. Das ist also die Besonderheit bei Leistungspflichten, bei der Verletzung von Leistungspflichten. Auch da ist 280.1 Ausgangspunkt, aber wir kommen über den Absatz 3 dann in Verbindung mit 281 bzw. 283 zu einer besonders weitreichenden Form, nämlich dem Schadenersatz statt der Leistung. Und in den Fällen des 283, da geht es um einen besonderen Fall der Nichterbringung einer Leistung. Braucht der Schuldner nach 275.1 bis 3 nicht zu leisten, kann unter den Voraussetzungen des 280.1 Schadenersatz statt der Leistung gefordert werden. 275 Absatz 1, da ist angesprochen die Unmöglichkeit der Leistung. Das heißt, 283 ist eine Spezialvorschrift im Fall, dass nachträgliche Unmöglichkeit der Leistung eingetreten ist. In diesem Fall folgt der Schadenersatz statt der Leistung nicht aus 281, sondern aus 283. Und ein wichtiger Unterschied ist, dass 283 nicht die Fristsetzung, das Fristsetzungserfordernis aufstellt. Das macht ja auch bei Unmöglichkeit der Leistung keinen Sinn. Also der zentrale Unterschied zwischen 281 und 283, solange die Leistung noch möglich ist, muss zunächst einmal, bevor Schadenersatz statt der Leistung verlangt werden kann, eine Frist zur Leistung gesetzt werden. Dieses Fristsetzungserfordernis braucht man bei Unmöglichkeit der Leistung nach 283 nicht. 283 verweist auf 275. 275 Absatz 1 sagt, der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist. Unmöglichkeit der Leistung, also ein Sonderfall der Nichterbringung der Leistung infolge Unmöglichkeit. Im Umkehrschluss bedeutet das, 281 ist nur dort anwendbar, wo die Leistung noch möglich ist. Dann also ergeben sich die weiteren Voraussetzungen für den Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung aus 281. Wir brauchen dann eine besondere Pflichtverletzung, nämlich Nichtleistung trotz Möglichkeit. Und wir brauchen als zusätzliche Voraussetzung die Fristsetzung. Und bei 283 in den Fällen der nachträglichen Unmöglichkeit der Leistung, da muss die Pflichtverletzung eben darin bestehen, dass infolge Unmöglichkeit nicht geleistet worden ist. Eine Fristsetzung brauchen wir nicht, aber in beiden Fällen auch das vertreten müssen. Ja, also dieses Prüfungsschema auch bitte schon einmal merken. Ich hatte ja gesagt, dass in den AGs schon etwas früher als das bei uns in der Vorlesung der Fall ist, Fälle zum allgemeinen Leistungsstörungsrecht und auch zur Haftung auf Schadenersatz statt der Leistung besprochen werden. Dementsprechend sollten Sie sich dieses Prüfungsschema und überhaupt, dass es diesen Schadenersatz statt der Leistung gibt, schon einmal merken. Das ist also die Besonderheit, wenn eine Leistungspflicht verletzt worden ist, auch dann ist 280.1 Ausgangspunkt, aber Sie kommen dann über den Absatz 3 in Verbindung mit 281 bzw. 283 zu einem besonders weitreichenden Schadenersatzanspruch, nämlich Schadenersatz statt der Leistung. Ja, zum Inhalt, möglichen Inhalt von vertraglichen Schuldverhältnissen schauen wir uns auch mal den Fall 1 an, den Sie auch schon in OLAT finden, den wir im nächsten Teil der Vorlesung dann auch gemeinsam ausführlich lösen werden. Hier zunächst einmal nur ein Blick mit in den Fall 1, um anhand eines konkreten Beispieles zu sehen, was können die Pflichten aus einem vertraglichen Schuldverhältnis sein. Die Kieler Lehrerin Lucy Lux L. will sich eine neue Waschmaschine kaufen. Im Laden des Elektrogerätehändlers Emil Erpel E. findet sie eine Waschmaschine zum Preis von 500 €, die ihr zusagt. Auf Wunsch der L. sagt E. zu, der L. die Waschmaschine in ihre Wohnung in der Holtenauer Straße zu liefern. 3 Tage später wird die Waschmaschine von E. angeliefert. Beim Hineintragen der Waschmaschine in die Wohnung der L. stößt E., der sich dabei etwas ungeschickt anstellt, eine Vase der L. im Wert von 100 € um, die dabei zu Bruch geht. Hierüber ist L. außer sich. Als sie eine Woche später die Rechnung für die Waschmaschine erhält, ruft sie bei E. an und teilt diesem mit,
dass sie keinen Cent zahlen werde, solange EE nicht den Wert der Vase ersetze. E fordert L seinerseits auf, umgehend die 500 Euro zu überweisen. Wie ist die Rechtslage? Ja, die Lösung des Falles im Einzelnen machen wir im nächsten Abschnitt der Vorlesung. Hier jetzt nur ein Blick auf diesen Kaufvertrag, den die beiden abgeschlossen haben, nur bezüglich der Pflichten, die aus diesem Kaufvertrag resultieren. Ja, wir haben da zunächst einmal die Leistungspflichten, genauer gesagt die Hauptleistungspflichten. Das ergibt sich aus § 433 BGB, die erste Vorschrift der Vorschrift über den Kaufvertrag und in der jeweils ersten Vorschrift über das betreffende vertragliche Schuldverhältnis im Schuldrecht BT. Finden Sie dann die essentialia negotii, das heißt die für den Vertrag charakteristischen Hauptleistungspflichten. Und das sind beim Kaufvertrag nach § 433 Absatz 1 zunächst einmal die Verpflichtung des Verkäufers, die Kaufsache zu übergeben und zu übereignen, die Kaufsache zu liefern. Das ist die Hauptleistungspflicht des Verkäufers. Auf der anderen Seite § 433 Absatz 2. Hier war die Kaufsache die Waschmaschine, also der Eber verpflichtet, diese Waschmaschine zu übergeben und zu übereignen. Und die Käuferin L hat im Gegenzug die Verpflichtung übernommen, nach 433.2 den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen, hier 500 Euro. Das also die Hauptleistungspflichten. Bezüglich dieser Hauptleistungspflichten müssen die Parteien eine Einigung erzielt haben. Das sind die essentialia negotii. Ohne eine Einigung über die Hauptleistungspflichten kommt gar kein Vertrag zustande. Bezüglich dieser Hauptleistungspflichten besteht ein einklagbarer Erfüllungsanspruch. Und neben diese Hauptleistungspflichten können flankierend noch Nebenleistungspflichten bestehen. Davon ist jetzt hier in unserem Sachverhalt keine besondere Rede. Aber was könnten bei dem hier vorliegenden Vertrag, das ist also Frage an Sie, was könnten da möglicherweise Nebenleistungspflichten sein? Das sind also immer Pflichten, die die Parteien nicht besonders vereinbaren müssen, die auch nicht im Gesetz besonders geregelt sein müssen, sondern die aus § 242 hergeleitet werden können. Was könnte bei einer Waschmaschine eine solche Nebenleistungspflicht sein? Waschmaschine muss in die Wohnung geliefert werden. Ja, Ben? Dass die Waschmaschine funktionsfähig ist? Ja, das würde ja die eigentliche Leistung betreffen. Ne? Das würde also zur Leistungspflicht der mangelfreien Lieferung der Waschmaschine gehören. Das wäre also eine weitere Verpflichtung. Frau Holbig? Also vielleicht einmal eine Bedienungsanleitung, dass sie dazugegeben wird und dass sie vielleicht auch angeschlossen wird an die Wasserleitung oder so? Ja, sehr schön. Das könnten also Nebenleistungspflichten sein. Das ist eine etwas kompliziertere technische Maschine. Da wird man wohl eine Bedienungsanleitung mitliefern müssen. Auch wenn es nicht besonders vereinbart ist, folgt das aus 242 und zwar als Nebenleistungspflicht, denn man möchte diese Bedienungsanleitung dann ja auch in natura haben. Ja, also diesbezüglich bestünde dann auch ein einklagbarer Erfüllungsanspruch. Möglicherweise Anschluss an die vorhandenen Leistungen, das könnte ebenfalls eine Nebenleistungspflicht sein. Und hier wird noch genannt eine Verpackung. Ja, die Waschmaschine muss ja in die Wohnung transportiert werden und sie muss dann für diesen Transport auch so verpackt sein, dass sie ohne Beschädigungen ankommt. Ja, das wären also in der Tat mögliche Nebenleistungspflichten, die die Hauptleistungspflicht, und zwar hier die Pflicht zur Übergabe und Übereignung der Waschmaschine, flankieren. Und schließlich können aus einem vertraglichen Schuldverhältnis immer Rücksichtnahmepflichten folgen. 241 Absatz 2, Verpflichtung zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen der jeweils anderen Partei oder auch Schutzpflichten genannt. Rechte, Rechtsgüter, Interessen. Was könnten Rechte zum Beispiel sein? Was versteht man unter Rechten? Was unter Rechtsgütern? Was ist da der Unterschied? Also eine ähnliche Unterscheidung haben Sie in 823.1. Ja, was ist der Unterschied zwischen einem Recht und einem Rechtsgut? Also ein Recht, das ist eine veräußerliche Position. Das heißt, Rechte kann man übertragen, etwa das Eigentumsrecht, das wäre beispielsweise ein Recht, aber das können auch Urheberrechte sein, Patentrechte und dergleichen, das wären sogenannte Immaterialgüterrechte, aber das wichtigste Recht ist das Eigentumsrecht. Und Rechtsgüter sind unveräußerliche Positionen. Rechtsgüter sind beispielsweise die körperliche Unversehrtheit, das Leben, die Gesundheit. Das wären Rechtsgüter, das sind unveräußerliche Positionen, die man nicht auf einen anderen übertragen kann. Und beides muss gleichermaßen geschützt werden, auf beides muss gleichermaßen Rücksicht genommen werden. Und hinzu kommen noch die Interessen. Das können Vermögensinteressen sein, etwa das Interesse daran, dass
bestimmte Informationen geheim gehalten werden, wenn man im Rahmen eines Vertragsverhältnisses der anderen Partei vertrauliche Informationen geben muss, deren Bekanntwerden zu Schäden führen kann, zu wirtschaftlichen Einbußen führen kann, dann hat man ein Interesse an deren Geheimhaltung. Das wäre also ein mögliches Interesse. Aber ein Interesse kann auch schlicht und einfach sein, die Entschließungsfreiheit, das heißt, dass man unbeeinflusst von Willensmängeln, von Irrtümern, von Drohung einen Vertrag abschließt. Ja, das wären also mögliche Rücksichtnahmepflichten. Und bei diesen Rücksichtnahmepflichten, da wissen wir noch gar nicht, bei Abschluss des Vertrages, werden sie überhaupt im Laufe der Durchführung des Vertrages relevant. Das sind noch unkonkrete, ganz allgemeine Verhaltenspflichten. Und bezüglich der Rücksichtnahmepflichten besteht kein einklagbarer Erfüllungsanspruch. Ja, ich hatte bereits in der letzten Woche erwähnt, im Einzelfall kann diese Abgrenzung zwischen Nebenleistungspflichten auf der einen Seite und Rücksichtnahmepflichten auf der anderen Seite schwierig sein. Man hat früher vor Inkrafttreten der Schuldrechtsmodernisierung beide Arten von Pflichten aus § 242 hergeleitet. Inzwischen sind die Rücksichtnahme- oder Schutzpflichten in 241 Absatz 2 besonders geregelt. Gemeinsamkeit beider Arten von Pflichten ist, dass sie nicht besonders vereinbart werden müssen. Sie müssen also nicht unmittelbar von dem Willen der Parteien umfasst sein, sondern folgen aus der Natur des Schuldverhältnisses sozusagen automatisch. Ein Unterschied besteht aber darin, dass auch bei Nebenleistungspflichten wir es eben mit Leistungspflichten zu tun haben. Das heißt, bei Nebenleistungspflichten kann Erfüllung in natura verlangt werden, besteht ein einklagbarer Erfüllungsanspruch und dieser besteht bei den Rücksichtnahmepflichten gerade nicht. Dementsprechend ist letztendlich das entscheidende Kriterium für die Abgrenzung zwischen Nebenleistungspflichten und Rücksichtnahmepflichten die Frage, reicht dem Schuldner Schadenersatz aus, um seine Interessen zu befriedigen oder aber ist ihm daran gelegen, dass er die betreffende Leistung, das betreffende Verhalten in natura bekommt. Bei der Bedienungsanleitung, da ist es recht eindeutig, da möchte der Gläubiger die Bedienungsanleitung in natura haben, um eben das betreffende Gerät bedienen zu können. Bei Verpackungspflichten kann die Abgrenzung schwieriger sein, wenn die Verpackungspflicht nur dazu dient, dass die Sache unbeschädigt beim Käufer ankommt, dann wird man wohl eher sagen, das ist eine Rücksichtnahmepflicht. Wenn dagegen der Käufer selbst gewerblich handelt, die betreffende Ware weiterverkaufen möchte, dann möchte er die Originalverpackung in natura haben, dann hätten wir es wohl eher mit einer Nebenleistungspflicht zu tun. Ja, also das entscheidende Kriterium ist letztendlich, kommt es dem Gläubiger auf die Leistung oder das Verhalten in natura an, dann Nebenleistungspflicht. Oder aber reicht es ihm aus, wenn er bei Verletzung Schadenersatz bekommt, dann hätten wir eine Rücksichtnahmepflicht. Und bei Verletzung der Verpackungspflicht, dann ist die Ware eben schon beschädigt. Dann hilft auch die nachträgliche Lieferung der Verpackung nichts oder die nachträgliche Anbringung der Verpackung. Da ist eher der Schadenersatz für den Gläubiger von Interesse. Da haben wir es also dann eher mit einer Rücksichtnahmepflicht zu tun. Ja, gibt es eine allgemeine, hier ist die Frage, gibt es bei Verträgen eine allgemeine Geheimhaltungspflicht? Das kann man so nicht sagen, aber schon bei den Informationen, von denen man davon ausgehen muss, dass sie eben nicht einer größeren Gruppe von Personen oder gar der Allgemeinheit bekannt werden sollen. Etwa wenn man nochmal das Beispiel des Vertrags über den Kauf eines Unternehmens, da muss man im Rahmen der Vertragsverhandlungen natürlich auch sehr sensible Unternehmensdaten offenlegen, die nicht unbedingt an die Konkurrenz gelangen sollen. Und solche Informationen muss man dann, auch wenn das nicht besonders vereinbart wird, nach § 242 geheim halten. Da bestünde also ein Anspruch auf Unterlassung der Weitergabe solcher Informationen. Das muss man aber von Fall zu Fall entscheiden. Also nicht alle Informationen sind geheimhaltungsbedürftig. Also wenn man mit jemandem einen Vertrag abschließt, dann ist dieser Umstand für sich genommen nicht geheimhaltungsbedürftig. Also beispielsweise dürfte die L jetzt ohne weiteres hingehen und anderen erzählen, dass sie mit dem E einen Vertrag über die Waschmaschine abgeschlossen hat. Da hat ja der E keinerlei Geheimhaltungsinteressen bezüglich dieser Information als solcher. Umgekehrt, wenn der E jetzt in der Wohnung der L irgendwelche vertraulichen Unterlagen sieht, irgendwelche privaten Fotos und dergleichen, dann dürfte er jetzt nicht hingehen, wenn er diese Waschmaschine liefert, dürfte er jetzt nicht hingehen und das allen möglichen Leuten erzählen. Da hätten wir dann doch ein Interesse der L an der Geheimhaltung ihrer Privatsphäre, die sie ja eben für diese Lieferung partiell öffnen muss. Aber sie hat dann eben ein Interesse daran, dass solche Informationen nicht einfach an wildfremde Dritte weitergegeben werden.
Ja, bei den Leistungspflichten, da kennzeichnet, und das gilt sowohl für Haupt- als auch für Nebenleistungspflichten, dass wir einen Anspruch auf Erfüllung in Natura haben, einen einklagbaren Erfüllungsanspruch. Das ist der sogenannte vertragliche Primäranspruch. Bei den Hauptleistungspflichten ist das derjenige Anspruch, um dessen Willen man den Vertrag überhaupt abgeschlossen hat. Und wenn nach diesem primären Erfüllungsanspruch aus einem Vertrag gefragt ist, dann nimmt man diese Prüfung zumindest gedanklich in drei Schritten vor. Zunächst einmal muss man die Frage beantworten, ist der Anspruch entstanden? Bei vertraglichen Primäransprüchen setzt das wirksame Zustandekommen eines Vertrages voraus. Das heißt, an dieser Stelle würden Sie, wenn bezüglich der Wirksamkeit des Vertrages Zweifel bestehen, das prüfen, was Sie im ersten Semester in BGB-AT gelernt haben, nämlich die Frage, ist hier überhaupt ein Vertrag durch Angebot und Annahme oder durch sonstige Einigung zustande gekommen und ist diese Einigung wirksam oder möglicherweise nach 134 oder 138 BGB nichtig. Das würden Sie also an der Stelle prüfen. Erste Station der Prüfung, also die Entstehung des Anspruchs, Voraussetzung, wirksamer Vertragsschluss. Dann, wenn Sie das bejaht haben, wenn Sie also gesagt haben, hier ist ein wirksamer Vertrag zustande gekommen und damit der Anspruch auf Erfüllung entstanden, zum Beispiel auf Kaufpreiszahlung oder Lieferung der Waschmaschine in unserem Beispielsfall, dann würden Sie weiter prüfen, zumindest gedanklich, ob der Anspruch erloschen ist. Das prüfen Sie dann explizit in der Klausur nur, wenn der Sachverhalt da Anhaltspunkte bietet, wenn Sie also tatsächlich sehen, es ist ein Erlöschungstatbestand verwirklicht oder aber zumindest kommt ein Erlöschungstatbestand ernsthaft in Betracht. Wenn das unproblematisch ist, prüfen Sie das schreiben Sie das nicht in die Lösung, aber Sie prüfen es zumindest gedanklich. Zweite Station also die Frage, ist der entstandene Anspruch später erloschen? An der Stelle prüfen Sie dann gegebenenfalls Erlöschungstatbestände. Ein Erlöschungstatbestand, den wir schon in der letzten Stunde kennengelernt haben, ist die Erfüllung. Paragraph 362 Absatz 1. Sie erinnern sich, da hatten wir hinsichtlich der Unterscheidung zwischen Schuldverhältnis im engeren und im weiteren Sinne schon drüber gesprochen. In 362 Absatz 1 heißt es, das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. Schuldverhältnis hier der Anspruch, die Forderung und dieser Anspruch, die Forderung erlischt, wenn die geschuldete Leistung bewirkt wird. Das heißt, wenn in unserem Fall die Waschmaschine schon geliefert worden ist, dann wäre damit der Anspruch auf Lieferung der Waschmaschine erloschen. Gleiches würde bezüglich des Kaufpreises und des Kaufpreisanspruchs gelten. Oder einen weiteren Erlöschungstatbestand, den wir gerade eben ganz kurz kennengelernt haben, Paragraph 275 Absatz 1, die Unmöglichkeit der Leistung führt ebenfalls zum Ausschluss des Leistungsanspruchs, führt ebenfalls zum Erlöschen. Solche Erlöschungstatbestände würden Sie an dieser Stelle prüfen und wenn Sie feststellen, der Anspruch ist nicht erloschen, sondern besteht fort, dann ist die dritte Stufe und letzte Stufe der Prüfung des primären Erfüllungsanspruchs die Frage der Durchsetzbarkeit des Anspruchs. Bei der Durchsetzbarkeit, da geht es um die Frage, bestehen Einreden, bestehen sogenannte Leistungsverweigerungsrechte. Und in der letzten Stunde haben wir schon ein solches Leistungsverweigerungsrecht auch kurz kennengelernt, nämlich die Einrede der Verjährung, Paragraph 214 BGB. Die Regelungen über die Verjährung sind in 195 folgende enthalten. Wir haben eine regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren. Und wenn diese Verjährungsfrist abgelaufen ist, dann ist der Anspruch verjährt. Das führt aber nicht zum Erlöschen des Anspruchs, sondern Paragraph 214 Absatz 1 BGB sagt, nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. Der Anspruch besteht also fort, er erlischt nicht, aber der Schuldner kann die Leistung verweigern. Er hat ein Leistungsverweigerungsrecht oder eine sogenannte Einrede, in diesem Fall Paragraph 214 Absatz 1, die Einrede der Verjährung. Und all das werden wir im Rahmen der Vorlesung noch im Detail besprechen. Das also nur als Überblick. Ja, das also das Prüfungsschema für die Prüfung des primären Erfüllungsanspruchs. Und das sollten Sie zumindest gedanklich in der Klausur immer durchgehen. Ob Sie dann tatsächlich schriftlich Ausführungen zu den einzelnen Punkten machen, das hängt davon ab, ob da ein Problem im Sachverhalt angelegt ist oder nicht. Wenn also evident kein Erlöschungstatbestand gegeben ist, dann würden Sie das in der Klausur auch nicht ansprechen. Aber gedanklich immer sich überlegen, könnte hier ein Erlöschungstatbestand eingreifen oder könnte ein Leistungsverweigerungsrecht bestehen. So, das also zu den vertraglichen Schuldverhältnissen, zu den Besonderheiten bei vertraglichen Schuldverhältnissen. Und wir
gehen jetzt nahtlos über, wie schon angekündigt, in den nächsten Teil der Vorlesung, Verantwortlichkeit des Schuldners und allgemeines Schadensrecht. Und hier steht im Mittelpunkt die Vorschrift des Paragraphen 280 Absatz 1 über die vertragliche Schadenersatzhaftung, die ich eben schon angesprochen habe. Beim Thema Haftung für Pflichtverletzungen und Verantwortlichkeit des Schuldners und dann auf der Rechtsfolgenseite allgemeines Schadensrecht, da geht es eben um die Frage, mit welchem Inhalt haftet der Schuldner, wenn er Pflichten aus einem Schuldverhältnis verletzt. Und wir schauen uns hier in erster Linie die vertraglichen Schuldverhältnisse einmal an, die jetzt für diesen Teil der Vorlesung im Mittelpunkt stehen sollen. Im nächsten Teil kommen dann noch die vorvertraglichen Schuldverhältnisse hinzu. Also, wie haftet der Schuldner, wenn er seine Pflichten, Rücksichtnahmepflichten oder Leistungspflichten aus dem Schuldverhältnis verletzt? Und wir haben gerade schon gesehen, da gibt es die zentrale Vorschrift des 280 Absatz 1, die Schuldhafte, die in zu vertretender Weise begangene Verletzung von Pflichten, Rücksichtnahme oder Leistungspflichten aus einem Schuldverhältnis führt zu einer Schadenersatzhaftung aus § 280 Absatz 1. Wir haben gesehen, beim vertraglichen Schuldverhältnis haben wir als primäre Leistungspflicht immer mindestens eine Leistungspflicht einer Partei, oftmals auch bei gegenseitigen Verträgen beiderseitige Leistungspflichten. Und wir haben für beide Parteien Rücksichtnahmepflichten. Die Verletzung beider Arten von Pflichten kann zu einer Schadenersatzhaftung nach 280 Absatz 1 führen. Der Erfüllungsanspruch oder die Leistungspflicht aus dem, die Hauptleistungspflicht aus dem vertraglichen Schuldverhältnis, das ist die primäre Leistungspflicht bzw. der primäre vertragliche Anspruch. Und der sekundäre Anspruch ist § 280 Absatz 1, der Anspruch auf Schadenersatz nach vertraglichen Grundsätzen. Denn, wie schon gesagt, § 280 Absatz 1 setzt voraus, dass schon im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens ein, in unseren Fällen, vertragliches Schuldverhältnis zwischen den Parteien bestanden hat. Und in dem Sinne handelt es sich um eine vertragliche Schadenersatzhaftung, denn 280.1 greift nur dann ein, wenn der Vertrag im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens schon bestanden hat, wohingegen es für 823.1 ausreicht, wenn durch das Fehlverhalten der Anspruch entsteht, das Schuldverhältnis entsteht, wohingegen 280.1 nur eingreift, wenn es schon im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens bestanden hat. Die Pflichtverletzung, das ist der objektive Tatbestand, das kann die Verletzung einer Leistungspflicht oder auch einer Rücksichtnahmepflicht sein. Das wird insoweit gleich behandelt. Wir haben Besonderheiten dann bei der Verletzung von Leistungspflichten in Gestalt dieses besonderen Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung. Aber was den Grundtatbestand des 280.1 anbelangt, wird nicht unterschieden zwischen Verletzung von Leistungs- bzw. Rücksichtnahmepflichten. Und wir brauchen dann subjektiv ein Vertreten müssen. Das bedeutet im Grundsatz Verschulden, Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Einzelheiten dazu kommen später. Wenn dieser haftungsbegründende Tatbestand des 280.1 erfüllt ist, dann ist die Rechtsfolge, dass Schadensersatz zu leisten ist. Und welchen Umfang, welchen Inhalt der Schadenersatzanspruch hat, das ist allgemein in den Paragraphen 249 folgende geregelt. Das ist das sogenannte allgemeine Schadensrecht, das wir in diesem Zusammenhang ebenfalls besprechen. Es muss also nach Maßgabe der 249 folgende der durch die Pflichtverletzung entstandene Schaden ersetzt werden. Und welchen Inhalt dieser Schadenersatzanspruch im Einzelnen hat, das schauen wir uns dann im Rahmen des allgemeinen Schadensrechts, ebenfalls im Rahmen dieses Teils der Vorlesung noch genauer an. Ja, man unterscheidet also zwischen der Tatbestandsseite oder dem haftungsbegründenden Tatbestand, das ist hier auf der linken Seite, und dann eben der Rechtsfolgenseite, dem haftungsausfüllenden Tatbestand. Das ergibt sich dann aus den 249 folgende aus dem allgemeinen Schadensrecht. Diese Haftung aus 280.1 kann, wie gesagt, sowohl bei der Verletzung einer Leistungs- als auch bei der Verletzung einer Rücksichtnahmepflicht eingreifen. Also was den Grundtatbestand des 280.1 anbelangt, gibt es da keinen Unterschied, wohl aber, was dann gegebenenfalls noch ergänzend heranzuziehende Vorschriften anbelangt und auch, was das Rücktrittsrecht anbelangt. Denn wir haben eben schon gesehen, diesen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung, den gibt es nur bei Verletzung einer Leistungspflicht, 281, 283, 281 bei einer noch möglichen Leistung, 283 bei Unmöglichkeit der Leistung, nur ausnahmsweise, nämlich unter den Voraussetzungen des 282, kann auch die Verletzung einer Rücksichtnahmepflicht einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung
auslösen. Das ist aber die Ausnahme. Der Grundsatz ist, einen Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung hat man nur bei Verletzung einer Leistungspflicht. Insofern spielt also diese Unterscheidung zwischen Leistungs- und Rücksichtnahmepflichten eine Rolle. All das, 281, 83 und auch 82, das schauen wir uns im allgemeinen Leistungsstörungsrecht noch genauer an. Das hier also nur als erster Überblick, nur als grober Überblick und nur im Hinblick auf diese Unterscheidung zwischen Leistungs- und Rücksichtnahmepflichten. Für die Art des Schadenersatzanspruchs kommt es dann eben doch auf die Frage an, ist eine Leistungs- oder ist eine Rücksichtnahmepflicht verletzt worden, weil nämlich grundsätzlich nur die Verletzung einer Leistungspflicht einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung auslöst. Ausnahme 282, den wir aber dann später im allgemeinen Leistungsstörungsrecht noch näher besprechen. Und auch für einen weiteren Rechtsbehelf, nämlich das Rücktrittsrecht, kommt es ebenfalls darauf an, ob wir es mit einer Leistungspflicht zu tun haben oder nur einer Rücksichtnahmepflicht. Denn auch das Rücktrittsrecht besteht im Grundsatz nur, wenn eine Leistungspflicht nicht erfüllt wird. Paragraph 323 ist hier die zentrale Rechtsgrundlage für das Rücktrittsrecht. Auch diese Vorschrift bitte schon einmal merken, auch im Hinblick auf die AG-Fälle, wo diese Vorschrift im Detail noch früher, als wir das hier in der Vorlesung machen, vorkommt. Paragraph 323 Absatz 1 sagt, erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß. Also hier kann hier bedarf es einer Leistungspflicht. Fällige Leistung wird nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht. So kann der Gläubiger wiederum, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten. Dieses Rücktrittsrecht besteht aber grundsätzlich nur bei Verletzung einer Leistungspflicht oder bei Nichterfüllung einer Leistungspflicht. Genauer gesagt, Ausnahme Paragraph 324. Da kann ausnahmsweise auch die Verletzung einer bloßen Rücksichtnahmepflicht ein Rücktrittsrecht begründen. Der Grundsatz aber ist der, dass nach 323 nur die Nichterfüllung einer Leistungspflicht ein Rücktrittsrecht auslöst. Noch einmal zum Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung. Das also eine besondere Rechtsfolge bei der Verletzung von Leistungspflichten. Und zu dieser besonderen Rechtsfolge kommen wir bei der Verletzung bloßer Rücksichtnahmepflichten grundsätzlich nicht. Bei der Verletzung bloßer Rücksichtnahmepflichten bleibt es im Grundsatz bei 281 pur sozusagen, ohne dass da noch weitere Vorschriften hinzukommen müssen. Dafür aber wird nur einfacher Schadenersatz geschuldet, wohingegen bei der Verletzung von Leistungspflichten dieser besondere und besonders weitreichende Schadenersatzanspruch bestehen kann auf Schadenersatz statt der Leistung. Auf das positive Interesse, auf das Erfüllungsinteresse, auch dazu machen wir Einzelheiten noch an späterer Stelle, das jetzt nur als grober Überblick. Und dieser Schadenersatz statt der Leistung, der setzt nach 280 Absatz 3, den wir eben ebenfalls schon gesehen haben, voraus, dass zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sind. Und diese zusätzlichen Voraussetzungen folgen, solange die Leistung noch möglich ist, aus 281. Die Vorschrift haben wir ebenfalls schon kennengelernt. Da wird als Pflichtverletzung die Nichtleistung trotz Möglichkeit vorausgesetzt. Das heißt also, eine Leistungspflicht wird, obwohl das möglich ist, nicht erfüllt. Und es muss hier noch als weitere Voraussetzung eine Frist gesetzt werden. Im Übrigen aber die Voraussetzung des 280.1, insbesondere Schuldverhältnis, muss schon im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens bestehen und einen vertreten müssen. Wenn die Leistung nachträglich unmöglich wird, das heißt also, die Leistungspflicht wegen Unmöglichkeit nicht erfüllt wird, dann greift 283 ein. Da brauchen wir ebenfalls das Schuldverhältnis und das vertreten müssen. Keine Fristsetzung erforderlich. Wenn die Leistung nicht möglich ist, dann macht eine Fristsetzung keinen Sinn. Und die Pflichtverletzung muss hier eben in der Nichtleistung, also Nichterfüllung einer Leistungspflicht, infolge Unmöglichkeit bestehen. Dafür also für die Frage, ob ein Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung besteht, ist also diese Unterscheidung zwischen Rücksichtnahme und Leistungspflichten dann doch relevant, denn Rücksichtnahme, die Verletzung von Rücksichtnahmepflichten führt, wie gesagt, im Grundsatz nur zu einem einfachen Schadenersatzanspruch aus 280.1, wohingegen die Verletzung von Leistungspflichten zu einem Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung führt nach 280 Absatz 1 und 3 und dann entweder 281 oder 283. Letzteres in den Fällen der nachträglichen Unmöglichkeit. Darüber hinaus bereits erwähnt als weitere Besonderheit, wenn eine Leistungspflicht nicht erfüllt wird, das Rücktrittsrecht aus § 323. Auch das Rücktrittsrecht besteht genauso wie der Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung grundsätzlich nur, wenn eine Leistungspflicht nicht erfüllt wird. § 323 haben wir gerade eben ebenfalls kennengelernt. 323
Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß, so kann der Gläubiger, nachdem er erfolglos eine angemessene Frist gesetzt hat, vom Vertrag zurücktreten. Ein Rücktrittsrecht also nur bei Nichterfüllung, grundsätzlich nur bei Nichterfüllung von Leistungspflichten. Voraussetzung für das Rücktrittsrecht: ein gegenseitiger Vertrag, dann eben die Nichtleistung bzw. Leistung nicht wie geschuldet. Für uns aber vor allen Dingen interessant dieser Tatbestand der Nichtleistung. Das heißt, eine Leistungspflicht wird nicht erfüllt. Rücktrittsrecht also im Grundsatz nur, wenn eine Leistungspflicht besteht und diese Leistungspflicht nicht erfüllt wird. Und man braucht auch hier genauso wie beim Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung eine Fristsetzung. Warum? Weil beide Rechtsbehelfe, sowohl der Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung als auch das Rücktrittsrecht, dazu führen, dass der Vertrag nicht mehr ausgeführt wird. Das heißt also, die andere Partei hat nicht mehr die Möglichkeit, bei einem gegenseitigen Vertrag sich die Gegenleistung durch Erbringung der Leistung zu verdienen. Und diese einschneidende Rechtsfolge soll die andere Partei nur treffen, den Schuldner nur treffen, wenn man ihm durch Fristsetzung eine letzte Gelegenheit gegeben hat, die Leistung doch noch zu erbringen. Das ist also der Gedanke dieses Fristsetzungserfordernisses. Auch beim Rücktrittsrecht, wenn die Leistung unmöglich ist, ist eine Fristsetzung entbehrlich, genauso wie beim Anspruch auf Schadenersatz statt der Leistung 283. Das folgt hier aus 326 Absatz 5. Ja, also wenn die Leistung unmöglich ist, dann bedarf es der Fristsetzung nicht. Sie macht ja bei unmöglicher Leistung auch keinen Sinn. Dieses Rücktrittsrecht ist kein Anspruch, sondern das Rücktrittsrecht ist ein sogenanntes Gestaltungsrecht. Und für Gestaltungsrechte, Sie haben ein wichtiges Gestaltungsrecht schon im BGB-AT kennengelernt, nämlich die Anfechtung. Auch die Anfechtung ist ein Gestaltungsrecht. Sie ermöglicht es einer Partei, einseitig die Rechtslage zu verändern. Und zwar bei der Anfechtung dadurch, dass man ein zustande gekommenes Rechtsgeschäft einseitig nichtig unwirksam macht durch diese Anfechtungserklärung. Und ganz ähnlich ist es beim Rücktrittsrecht. Auch da besteht die Möglichkeit, einseitig ein bestehendes Schuldverhältnis, einen gegenseitigen Vertrag zu beenden. Dementsprechend also für die Zukunft weitere Leistungsansprüche auszuschließen. Und eine weitere Konsequenz des wirksamen Rücktritts ist, dass eine Rückabwicklung stattfindet. Das heißt, bereits erbrachte Leistungen müssen rückabgewickelt werden. Das ist im Einzelnen in den Paragraphen 346 folgende geregelt. Das machen wir alles im Detail noch im allgemeinen Leistungsstörungsrecht. Das ist jetzt erst einmal ein grober Überblick, insbesondere auch mit Rücksicht auf die AG-Fälle, die Sie zum allgemeinen Leistungsstörungsrecht schon früher behandeln, als das bei uns in der Vorlesung dann im Detail vorkommt. 346 folgende regelt das sogenannte Rücktrittsfolgenrecht. Das heißt, wenn zum Beispiel nach 323 wirksam vom Vertrag zurückgetreten worden ist, dann hat das nach 346 Absatz 1 die Konsequenz, dass im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren sind. Also es entsteht ein sogenanntes Rückgewährschuldverhältnis. Wenn in unserem Beispielsfall mit der Waschmaschine die L vom Kaufvertrag zurücktritt, wirksam zurücktritt und sie den Kaufpreis schon gezahlt hat, dann hätte das zur Konsequenz, dass sie den bereits gezahlten Kaufpreis nach 346.1 zurückverlangen könnte. Und umgekehrt, wenn die Waschmaschine schon geliefert worden ist, könnte auch die Rückübereignung der Waschmaschine verlangen. Man braucht für einen wirksamen Rücktritt ein Rücktrittsrecht, etwa Paragraph 323. Und darüber hinaus, ganz ähnlich wie bei der Anfechtung, muss dieses Gestaltungsrecht, muss der Rücktritt durch entsprechende Erklärung ausgeübt werden. Das steht in Paragraph 349 BGB. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil. Das ist also ein gemeinsames Merkmal der Gestaltungsrechte. Sie müssen durch entsprechende Gestaltungserklärung ausgeübt werden. Und beim Rücktritt ist das die Rücktrittserklärung. Das also, wie gesagt, zwei Besonderheiten, wenn Leistungspflichten verletzt werden. Erstens Schadenersatz statt der Leistung, zweitens ein Rücktrittsrecht als Gestaltungsrecht, das durch entsprechende Erklärung, Paragraph 349, ausgeübt wird und zu einer Rückabwicklung der schon in der Vergangenheit erbrachten Leistungen führt und für die Zukunft die Leistungspflichten beendet. Einzelheiten sowohl zum Schadenersatz statt der Leistung als auch zum Rücktrittsrecht kommen dann im Teil C der Vorlesung beim allgemeinen Leistungsstörungsrecht. So, das vorweggeschickt, wollen wir uns jetzt noch einmal im Detail mit Fall 1 und der Lösung des Falles 1 beschäftigen. Sie erinnern sich an den Sachverhalt. Die L hat beim E eine Waschmaschine für 500 Euro gekauft und es wurde vereinbart, dass der E die Waschmaschine in die Wohnung der L liefert. Das geschieht auch, allerdings stellt sich E beim Hineintragen der Waschmaschine etwas ungeschickt an, stößt eine Vase der L
deren Wert 100 Euro beträgt, um. Diese Vase wird zerstört. Nun werden wechselseitige Ansprüche geltend gemacht. Der E verweist darauf, dass er die Waschmaschine ja geliefert hat. Er verlangt jetzt die Bezahlung, verlangt also Zahlung des vereinbarten Kaufpreises von 500 Euro. Die L ist über die Zerstörung der Vase empört und möchte für diese Vase Ersatz von 100 Euro haben. Hier werden also wechselseitige Ansprüche geltend gemacht und wir schauen uns zunächst einmal den Anspruch des E gegen die L an auf Zahlung des vereinbarten Kaufpreises. Das wäre also der erste Anspruch, den wir hier prüfen. Das ist der vertragliche Primäranspruch. Das ist der Anspruch auf Erbringung der Hauptleistung, zu der sich die L im Vertrag, im Kaufvertrag verpflichtet hat, Zahlung des Kaufpreises als Hauptleistungspflicht des Käufers. Und dieser primäre Erfüllungsanspruch wird hier von E geltend gemacht. Wenn wir den primären Erfüllungsanspruch prüfen, dann zumindest gedanklich in drei Stufen, wie wir gerade eben schon gehört haben. Nämlich erstens ist zu prüfen, ist der Anspruch entstanden? Das setzt bei vertraglichen Schuldverhältnissen einen wirksamen Vertragsschluss voraus. Dann, wenn das bejaht worden ist, dann müssen wir weiterschauen, ist der Anspruch möglicherweise erloschen? Und schließlich die Frage der Durchsetzbarkeit des Anspruchs, also bestehen Leistungsverweigerungsrechte. Ja, bezogen auf unseren Fall, zunächst einmal die Frage, ist der Anspruch entstanden? Was würde das hier in unserem Fall voraussetzen? Einen wirksamen Kaufvertrag. Hier in unserem Fall haben die beiden sich geeinigt. Hier in unserem Fall ist eine Einigung über die Essentialia Negotii zustande gekommen, über die Kaufsache als ein Essentialia Negotii, dann den Kaufpreis 500 Euro und des Weiteren ist noch vereinbart worden als Modalität für die Erfüllung dieser Lieferungspflicht, dass die Lieferung in die Wohnung der L erfolgen sollte. Wir haben also hier eine Einigung über die Essentialia Negotii und wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Einigung unwirksam sein könnte. Irgendwelche Wirksamkeitshindernisse stehen nicht entgegen. Das heißt, wir können hier recht schnell feststellen, es ist ein wirksamer Kaufvertrag zwischen den beiden über die Waschmaschine geschlossen worden und damit ist der Anspruch auf Zahlung des vereinbarten Kaufpreises, also auf Zahlung von 500 Euro entstanden. Hier ist also zustande gekommen ein Kaufvertrag und damit ein Vertrag mit Leistungspflichten. Beim Kaufvertrag eben mit der Besonderheit, dass beide Parteien Leistungspflichten haben. Auf der einen Seite der Käufer, das ist der Anspruch, den wir hier prüfen, Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises und auf der anderen Seite aber auch die Leistungspflicht des Verkäufers zur Übergabe und Übereignung, also zur Lieferung der Waschmaschine. Wir haben also hier beiderseitige Hauptleistungspflichten und bezüglich dieser Hauptleistungspflichten besteht ein einklagbarer Erfüllungsanspruch. Das heißt also, jede Partei kann Vornahme der betreffenden Handlung, Vornahme des betreffenden Verhaltens in natura verlangen und für den Fall, dass die andere Partei dem nicht nachkommt, kann Klage vor Gericht auf diese Leistung erhoben werden. Es besteht also ein einklagbarer Erfüllungsanspruch. Das also kennzeichnend für Verträge. Wir haben also mindestens eine Leistungspflicht, genauer gesagt mindestens eine Hauptleistungspflicht und die korrespondiert mit einem einklagbaren Erfüllungsanspruch. Wichtig ist auch, dass, wie ich schon hervorgehoben habe, Hauptleistungspflichten immer eine entsprechende Vereinbarung voraussetzen. Die Hauptleistungspflichten müssen unmittelbar vom Willen der Parteien umfasst sein. Sie bedürfen also immer einer entsprechenden Willensübereinstimmung der Parteien, denn ohne eine Einigung in diesem Punkt kommt der Vertrag gar nicht zustande, denn die Hauptleistungspflichten gehören ja eben zu den Essentialia Negotii. Ja, in unserem Fall kann dann noch zumindest gedanklich geprüft werden, ist der Anspruch wieder erloschen. Dafür haben wir hier aber erst einmal keine Anhaltspunkte und dann auch die Frage der Durchsetzbarkeit. Und auch insoweit haben wir keine Anhaltspunkte dafür, dass hier Leistungsverweigerungsrechte bestehen könnten. Dementsprechend können wir hier recht schnell feststellen, dass dieser Anspruch des E auf Zahlung des Kaufpreises von 500 Euro aus 433.2 besteht. Das ist also recht unproblematisch, das also nur als Beispiel für die Prüfung des primären Erfüllungsanspruchs. Und hier wird eben angeknüpft an den Leistungsanspruch aus diesem vertraglichen Schuldverhältnis aus dem Kaufvertrag. Neben Leistungspflichten kann ein Schuldverhältnis und kann insbesondere ein vertragliches Schuldverhältnis immer aber auch Rücksichtnahmepflichten begründen, wie wir
schon gesehen haben, 241 Absatz 2 BGB sagt, dass das Schuldverhältnis seinem Inhalt nach jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten kann, die sogenannten Rücksichtnahme- oder auch Schutzpflichten. Diese Pflichten sind, wie ich schon mehrfach gesagt habe, noch unkonkret. Sie sind noch nicht hinreichend bestimmt. Dementsprechend können wir hier auch noch gar kein konkretes Verhalten feststellen, auf das ein Erfüllungsanspruch gerichtet sein könnte. Rücksichtnahmepflichten korrespondieren dementsprechend nicht mit einem einklagbaren Erfüllungsanspruch, sondern sie werden nur und erst relevant, wenn sie verletzt werden, damit ja auch sich konkretisiert haben. Dann führen sie nämlich zu einem Schadenersatzanspruch aus § 280 Absatz 1. Zu schützen sind Rechte, Rechtsgüter und Interessen. Ich hatte schon die Unterscheidung deutlich gemacht. Rechte sind veräußerliche Positionen einer Person, etwa das Eigentumsrecht, aber es können auch Patentrechte, Urheberrechte oder sonstige Immaterialgüterrechte sein oder auch beschränkte dingliche Rechte, etwa Pfandrechte oder Grundschulden, Hypotheken und dergleichen. Also Rechte aller Art, übertragbare Vermögenspositionen. Das gemeinsame Merkmal von Rechten ist, dass sie eben von einer auf die anderen Person übertragen werden können. Es sind also veräußerliche Positionen. Rechtsgüter demgegenüber sind nicht veräußerliche Positionen einer Person. Rechtsgüter sind beispielsweise das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Gesundheit. Das wären oder auch die Bewegungsfreiheit. Das wären Rechtsgüter, ganz ähnlich wie in 823.1. Da werden diese einzelnen Rechtsgüter ja ausdrücklich genannt. Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit. Das sind also Rechtsgüter, das sind unveräußerliche Positionen, die also nicht auf eine andere Person übertragen werden können. Und 241.2 schützt darüber hinaus auch Interessen. Das sind alle Belange einer Partei, die weder ein Recht noch ein Rechtsgut darstellen, aber aus anderen Gründen für die Partei von Bedeutung sind. Ich hatte als ein Beispiel erwähnt, das Geheimhaltungsinteresse an vertraulichen Informationen, die der anderen Partei im Rahmen der Durchführung oder auch der Vertragsverhandlungen bekannt werden. Das kann ein solches Interesse sein, aber auch das allgemeine Interesse der Entschließungsfreiheit, dass man also frei von Täuschung, von sonstigen Willensmängeln oder gar von Drohung einen Vertrag abschließt. Diese Entschließungsfreiheit ist ebenfalls ein Interesse, das durch 241 Absatz 2 geschützt wird. Rechte, Rechtsgüter und Interessen. Das sind aber sehr unkonkrete, noch sehr unspezifische, ganz allgemeine Verhaltenspflichten, bezüglich derer noch kein Erfüllungsanspruch bestehen kann, weil wir noch gar kein konkretes Verhalten haben, auf das dieser Erfüllungsanspruch gerichtet sein könnte. Diese Rücksichtnahmepflichten werden nur und erst relevant, wenn sie verletzt werden, dann sind sie konkretisiert und dann lösen sie einen Schadenersatzanspruch aus. Diese Rücksichtnahmepflichten sind auch dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht unmittelbar von der Willenseinigung der Parteien umfasst sein können. Sie folgen automatisch aus dieser Sonderrechtsbeziehung, aus diesem Schuldverhältnis, zu dessen Eigenarten es eben gehört, dass die Parteien in einer besonders engen Verbindung zueinander stehen und das verpflichtet sie eben automatisch, ohne dass das besonders vereinbart sein muss, wechselseitig auf ihre Rechte, Rechtsgüter und Interessen Rücksicht zu nehmen. Ja, hier in unserem Fall könnten auch solche Rücksichtnahmepflichten eine Rolle spielen. Es wird ja von E die Vase umgestoßen und insoweit könnte die Verletzung einer Rücksichtnahmepflicht vorliegen und das könnte eine Schadenersatzhaftung aus § 280 Absatz 1 auslösen. Das wäre also eine weitere mögliche Anspruchsgrundlage, die hier in unserem Fall in Betracht kommt. 280 Absatz 1, den wollen wir auch gleich uns näher anschauen. Aber Frage an Sie. Kommt hier möglicherweise noch eine andere Anspruchsgrundlage für den Schadenersatzanspruch in Betracht? Ja, der andere Anspruch, der geltend gemacht wird, ist ja Anspruch auf Schadenersatz für die zerstörte Vase. 280 Absatz 1 kommt in Betracht. Das könnte eine Verletzung einer Rücksichtnahmepflicht sein. Aber vielleicht kommt noch eine weitere Anspruchsgrundlage in Betracht. Ja, bitte, Herr Enzweiler. Vielleicht 823, also aus dem Deliktrecht. Ja, ganz genau, Paragraph 823 Absatz 1, das wäre eine weitere Anspruchsgrundlage, die hier in Betracht kommt. Das wäre die deliktische, die gesetzliche Schadenersatzhaftung. 280.1 ist die vertragliche Schadenersatzhaftung, 823 die gesetzliche oder deliktische. Beide Vorschriften kommen als Anspruchsgrundlage in Betracht. Wir werden auch beide Vorschriften prüfen. Wir haben eine sogenannte Anspruchskonkurrenz.
Das heißt, ein und derselbe Anspruch kann auf mehrere Rechtsgrundlagen gestützt werden. Das heißt nicht, dass der Schaden auch mehrfach verlangt werden kann, sondern der kann nur einmal verlangt werden. Aber der Gläubiger, das heißt hier also die L, kann sich aussuchen, auf welche dieser beiden Rechtsgrundlagen sie ihren Anspruch stützt. Der Anspruch aus 280 Absatz 1 ist spezieller, weil er ein vertraglicher Schadenersatzanspruch ist, weil nämlich 280.1, wie wir gesehen haben, voraussetzt, dass schon im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens ein Schuldverhältnis, eine Sonderrechtsbeziehung bestanden haben muss, in unserem Fall ein vertragliches Schuldverhältnis. Und deswegen ist der 280.1 spezieller. Er ist darüber hinaus weitreichender. Das werden wir noch sehen. Und oder besser gesagt für den Gläubiger, für den Geschädigten günstiger. Bei der Rechtsfolge macht es keinen Unterschied, aber also beim Umfang des Schadens keinen Unterschied, aber bei den Voraussetzungen ist der 280.1 günstiger und er ist spezieller. Deswegen wird erst 280.1, der vertragliche Schadenersatzanspruch, geprüft und danach erst 823 Absatz 1. Ja, wir beginnen also hier bezüglich dieses Anspruchs auf Schadenersatz in Höhe von 100 Euro für die zerstörte Vase mit dem Anspruch aus 280.1 und danach kommt der Anspruch aus 823 Absatz 1. Ja, was setzt dieser Anspruch aus 280.1 voraus? Es muss im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens, das heißt hier in unserem Fall im Zeitpunkt des schädigenden, des Umstoßens der Vase ein Schuldverhältnis bestanden haben. Das ist also die erste Voraussetzung. Dann muss objektiv eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt worden sein. Diese Pflichtverletzung kann eine Leistungspflichtverletzung sein, kann aber auch eine Rücksichtnahmepflichtverletzung sein. Und schließlich in subjektiver Hinsicht muss hinzukommen ein Vertreten müssen des Schuldners, keine Haftung ohne Vertreten müssen. Und was das Vertreten müssen bedeutet, das schauen wir uns im Detail in der morgigen Stunde dann noch genauer an. Also der Tatbestand des 280.1, verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen, das ist also die Rechtsfolge. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Diese negative Voraussetzung bedeutet also, es muss die Pflichtverletzung vom Schuldner zu vertreten sein. Das ist die subjektive Seite des Tatbestands des 280 Absatz 1. Auf der anderen Seite, wie gesagt, 823 Absatz 1 BGB, der ebenfalls von der Rechtsfolge her passt, 823.1 ebenfalls auf Schadensersatz gerichtet. 823 Absatz 1, wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das sind Rechtsgüter, das Eigentum, das wäre ein Recht, das Eigentumsrecht ist übertragbar, oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Auch das passt von der Rechtsfolge her. Beide Grundlagen werden wir dementsprechend prüfen. Zunächst einmal 280.1 und hier ist die erste Voraussetzung, es muss im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens, das heißt im Zeitpunkt des Umstoßens der Vase, schon ein Schuldverhältnis zwischen L und E bestanden haben. Das haben wir gerade im Zusammenhang mit 433.2 schon geprüft, denn hier ist ein vertragliches Schuldverhältnis in Gestalt des Kaufvertrages über die Waschmaschine geschlossen worden und dieser Kaufvertrag begründet wechselseitige Leistungspflichten, 433 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2. Und darüber hinaus können aus diesem Kaufvertrag auch nach 241.2 Rücksichtnahmepflichten folgen. Und das kann hier für unseren Fall besonders relevant sein. Hier in unserem Fall haben wir ja schon festgestellt, ein wirksamer Kaufvertrag ist zwischen L und E geschlossen worden. Und dieser Vertrag ist auch vor der Zerstörung der Vase geschlossen worden. Das heißt, wir können hier feststellen, im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens, des Umstoßens der Vase, hat bereits ein vertragliches Schuldverhältnis bestanden. Ja, anderenfalls müssten wir schon an dieser Stelle mit der Prüfung des 280.1 aufhören und dann bliebe uns nur 823.1, denn der setzt gerade nicht voraus, dass das Schuldverhältnis schon im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens bestanden hat, sondern das gesetzliche Schuldverhältnis aus 823 entsteht erst mit dem schädigenden Verhalten, mit der Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung. Ja, hier ist die Frage, könnte man von der L erwarten, dass sie die Wohnung für die Lieferung vorbereitet? Das wäre in der Tat eine Rücksichtnahmepflicht der L. Sie muss also dafür sorgen, dass in der Wohnung beispielsweise nicht irgendwelche Gegenstände, über die man stolpern kann bei der Anlieferung der Waschmaschine, auf dem Boden herumliegen. Sie muss auch andere Gefahrenquellen beseitigen. Und das wären also mögliche Rücksichtnahmepflichten, Nebenleistungspflichten wohl weniger, sondern das wären eher Rücksichtnahmepflichten der
L, ne? Also es bestehen für beide Parteien diese Rücksichtnahmepflichten und auch die L muss natürlich dafür sorgen, dass in ihrer Wohnung für den E, wenn er die Waschmaschine anliefert, keine Gefahrenquellen bestehen. Hier ist die weitere Frage, wenn E für die Lieferung einen Dritten beauftragt hat und dieser die Vase umkippt, gegen wen der beiden besteht dann der Anspruch? Das machen wir im Fall 2. Der Fall 2 ist die Abwandlung zu Fall 1 und da ist tatsächlich die Konstellation so, dass ein Dritter, ein Angestellter des E, die Ware anliefert und da werden wir uns das nochmal genauer anschauen. So, also wir haben die erste Hürde für die Anwendbarkeit des 280.1 überwunden und gerade deswegen ist 280.1 eben ein vertraglicher Sekundäranspruch, weil er eben an ein bereits bestehendes vertragliches Schuldverhältnis anknüpft. Das wir hier aber haben, dementsprechend ist also hier das erste Tor zu 280.1 geöffnet. Anderenfalls hätten wir nur den 823.1. So, die weitere Voraussetzung ist die Pflichtverletzung und das ist der objektive Tatbestand des 280.1. Der subjektive ist dann das Vertreten müssen, das heißt die subjektive Zurechnung dieser Pflichtverletzung. Bei der objektiven Pflichtverletzung, da geht es allein darum, dass objektiv, das heißt nach dem äußeren Geschehensablauf, ein Zurückbleiben des Schuldners hinter seinem Pflichtenkatalog feststellbar ist. Das kann sich auf Leistungspflichten, das kann sich aber auch auf Rücksichtnahmepflichten beziehen. Also ein objektives Zurückbleiben, jedes objektive Zurückbleiben des Schuldners hinter seinem Pflichtenprogramm aus dem Vertrag. Das können Leistungs-, können aber auch Rücksichtnahmepflichten sein. Wenn wir uns hier die Leistungspflichten des E anschauen, das war in erster Linie die Verpflichtung zur Übergabe und Übereignung der Waschmaschinen. Dieser Pflicht ist aber ordnungsgemäß nachgekommen. Mit der Waschmaschine ist alles in Ordnung. Sie ist ordnungsgemäß geliefert worden, weist auch keine Mängel auf. Das heißt, eine Leistungspflicht ist hier seitens des E nicht verletzt worden. Er hat aber die Vase umgestoßen und diese Vase stand im Eigentum der L. Das heißt, hier ist ein Recht, nämlich das Eigentumsrecht der L, betroffen. Dementsprechend könnte hier die Verletzung einer Rücksichtnahmepflicht gegeben sein. Die Verpflichtung aus 241 Absatz 2 auf die Rechte, Rechtsgüterinteressen des jeweils anderen Teils Rücksicht zu nehmen. Und Rechte sind veräußerliche Positionen. Ein Recht ist zum Beispiel das Eigentumsrecht. Und genau dieses Eigentumsrecht ist hier objektiv verletzt worden. Der E hat die Vase umgestoßen, hat damit das Eigentumsrecht der L an dieser Vase verletzt und dementsprechend eine Rücksichtnahmepflicht verletzt. Gleiches würde bei der Verletzung von Rechtsgütern gelten. Wenn der E die L beim Anliefern der Waschmaschine angestoßen und verletzt hätte, dann hätte er in ihre körperliche Unversehrtheit ein Rechtsgut eingegriffen. Auch das würde eine Rücksichtnahmepflichtverletzung bedeuten oder bei Verletzung sonstiger Interessen, zum Beispiel Geheimhaltungsinteressen, die L hat auf ihrem Tisch private Fotos liegen und der E geht, nachdem er in der Wohnung war, hin und erzählt allen möglichen Leuten, was auf diesen Fotos zu sehen war. Da wären also Geheimhaltungsinteressen der L verletzt worden, möglicherweise sogar ein Rechtsgut, nämlich das Rechtsgut des Schutzes der Privatsphäre, der persönlichen Ehre. Das könnte also durchaus auch ein Rechtsgut schon sein, anderenfalls aber wären das Interessen. Darauf hat der E Rücksicht zu nehmen, das alles noch sehr unkonkret, in unserem Fall aber dadurch konkretisiert, dass eben die Vase umgestoßen worden und zerstört worden ist, damit also eine Rechtsverletzung und damit eine Rücksichtnahmepflichtverletzung. Hier geht es also um den objektiven Tatbestand des 280.1, ein rein äußerlicher Verstoß gegen das Pflichtenprogramm, hier in Gestalt der Zerstörung der Vase. Und wenn das nach dem Sachverhalt problematisch ist, aber nur dann, müsste man noch hier die Frage der sogenannten haftungsbegründenden Kausalität erörtern. Das heißt also, des ursächlichen Zusammenhangs zwischen einem Verhalten des Schuldners und der eingetretenen Rechts-, Rechtsguts- oder Interessenverletzung. Das muss man aber an dieser Stelle nur prüfen, wenn der Sachverhalt dazu Anlass bietet, wenn also dieser ursächliche Zusammenhang zwischen einem Verhalten des Schuldners und dem Eintritt der Rechts-, Rechtsguts- oder Interessenverletzung problematisch sein könnte, in unserem Fall völlig unproblematisch. Der E stößt die Vase an, sie geht zu Bruch. Da haben wir also einen ganz klaren, unmittelbaren Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten des E und dem Eintritt der Rechtsverletzung. Dort, wo das problematisch ist, Beispiel, der E wird von einem Mitbewohner der L gestoßen und nur dadurch stößt er dann auch die Vase an, diese geht zu Bruch. Da könnte man sich die Frage stellen, haben wir hier überhaupt ein ursächliches Verhalten des E? Wenn ein Dritter ihn gestoßen hat, wird es wohl an einem
ursächlichen Verhalten des E fehlen. Da würde es also an dieser haftungsbegründenden Kausalität zwischen einem Verhalten des Schuldners und der eingetretenen Rechtsverletzung fehlen, die in unserem Fall aber völlig unproblematisch und dort, wo das unproblematisch ist, muss man das auch nicht besonders ansprechen. Ja, hier dieser Begriff haftungsbegründende Kausalität, das bezieht sich im haftungsbegründenden Tatbestand auf die Ursächlichkeit zwischen einem Verhalten des Schuldners und der eingetretenen Pflichtverletzung. Das muss man aber nur diskutieren, wenn der Sachverhalt dazu Anlass bietet. Und wir haben dann als zweite Form der Kausalität auf der Rechtsfolgenseite noch die sogenannte haftungsausfüllende Kausalität. Da geht es um die Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und dem eingetretenen Schaden. Das aber jeweils nur zu erörtern, wenn der Sachverhalt dazu Anlass bietet. Hier in unserem Fall nicht. Hier können wir ganz klar feststellen, eine Pflichtverletzung liegt vor. Und in der morgigen Stunde schauen wir uns dann genauer an das Vertreten müssen. Da werden wir uns die Details zum Vertreten müssen näher anschauen. Bis dahin für heute. Wir sehen uns morgen dann ausnahmsweise das nochmal bitte merken. Morgen nicht um 12, sondern erst um 18 Uhr wieder. Ich habe ab 12 Uhr Gremiensitzungen an der Fakultät und dementsprechend sehen wir uns morgen ausnahmsweise erst um 18 Uhr wieder. Ihnen bis dahin alles Gute, noch einen schönen Tag und wenn Sie möchten, können Sie in Zoom gerne noch Fragen stellen.